Ingo, du gehst auch noch bei der WM in Mixed an den Start. Wie sieht's da aus? Ja, wir haben erst die letzte Paar aus Thailand, die letzten, glaube ich, ganz gut gespielt haben auf Super Series Turnieren. Mal gucken, also ich habe jetzt relativ lange keinen Mix mehr trainiert, weil seit der EM, um genau zu sein. Ja, mal gucken, was die Form da so hergibt. Bin jetzt schwer vorherzusagen, aber jetzt die Tage war es eigentlich ganz ordentlich im Training. Michael, vielleicht nochmal zurückkommt auf deinen tollen Erfolg zusammen mit Birgit bei den US Open. Ihr habt ein Grand Prix Gold Turnier gewonnen. Ja, beschreib nochmal ein bisschen die Situation da. Ja, es war ja erst unser zweites wirkliches Turnier gemeinsam. Von daher hatten wir relativ wenig Erwartungen, wollten eigentlich nur so gut spielen, wie es irgendwie geht. Und dann das Turnier zu gewinnen war natürlich fantastisch. Also wir haben unterwegs drei wirklich Top-Paarungen geschlagen aus Asien. Zweimal Taipei, einmal Korea. Ja, war eine super Sache und wir waren natürlich überglücklich. Und du spielst jetzt mit Birgit auch die Olympia-Qualifikation, oder? Ja, also nach der WM, die spielt Birgit ja noch mit Ingo. Bitburger Open werden wir dann zusammen an den Start gehen und ja, uns hoffentlich natürlich dann für Olympia qualifizieren. Ja, dann drücke ich euch für eure Vorhaben die Daumen und wünsche euch viel Erfolg. Dankeschön. Danke.